Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Im letzten Part sind ein paar Erinnerungen wiedergekommen und da helfen wir jetzt nach. Und Triss hat sich wohl teleportiert. Oder irgendwas beim Speichern hat nicht ganz geklappt. Ich? Geld oder Leben? Anyway, sobald wir das dann haben, geht's dann zu Jorvet. Schätze ich. Oder so. Anyway. Waren die elfte Ruine in der Richtung? Anscheinend sind sie. Ich meine. Achso, jetzt haben wir die Tür. Ach, da ist er. Wait. Warte, bist du jetzt einmal ganz um Flotsam rumgerannt? Ernsthaft? Die ist jetzt hinten beim Hafen hoch? Warum? Das Wappen Nilfgaards zeigt eine Sonne. Deswegen. Hä? Und das Wappen Nilfgaards zeigt eine Sonne, okay. Loredos Laufbursche ist ganz schön dreist, was? Hält sich für einen König, der ja, komm, mit Battlepack Geschäfte macht. Wenigstens sind wir uns einig. Ein Glück, dass du hier bist. Erste. Ja, bewegst du dich? Wird schon noch kommen. Ah, sie bewegt sich wieder. Die steht wieder, okay. Ich weiterlaufe vielleicht? Wer folgt denn jetzt wem? Ich habe gerade ganz schlimme Gothic 3 Flashbacks. Also Gothic 3 ohne Community Patch. Oh, ich war wohl noch in einem Discord-Call drin. Ups. Hier ist ein Ort der Macht. Okay. Hier ist ein Ort der Macht. Akzeptieren wir das mal. Nee, warte mal. Es gibt keinen Weg nach Bindegarn. Vom Flotsamer Hafen aus, der nicht durch Flotsam durchführt. Und du bist ein Skoyatel? Ja, natürlich. Warte kurz. Mir ist meine Kamera gerade. Ups, das wollte ich nicht. Verrecke. So, komm. Wollte ich nicht, aber das klappt auch. Okay. Ich weiß nicht, warum ich gerade so an die Dark Souls-Steuerung gedacht habe. Ich habe seit Ewigkeiten kein Dark Souls mehr gespielt. Und ja, ich habe Immortals Phoenix Rising gespielt, aber die Steuerung war so krepelig, dass ich die umgestellt habe. Das heißt, da greift ja auch schon das Feste an. Dann mal auf die Schultertasten angefangen, nicht der Teil, mit dem ich Probleme hatte. Ich dachte mir, wenn ich schon umstellen kann, ich darf den komplett umstellen. Also ja, Immortals Phoenix Rising macht mega Bock. God of War trifft Breath of the Wild, wie es viele sagen. Aber ohne Witz, welcher Besowski hat sich diese Steuerung ausgedacht? Oh, mir scheint, das ist es. Der Wasserfall, der Menhir. Gehen wir den Weg dort drauf. Komplizierter konnten sich die Elfen das Leben wohl nicht machen. Mitten im wildesten Wald Gärten anlegen. Mecker nicht. Ist nicht mehr weit. Cedric hat mir eine schöne Legende über diesen Ort erzählt. Elfenlegenden sind meistens schön. Die Wirklichkeit allerdings weniger. Wir werden es bald erfahren. Was ich gerade sagen wollte, immer wenn ich noch laufe, während ein Event triggert, dann läuft Geralt dann auch ein Stück weit weiter. So. Die Rose muss hier irgendwo sein. Ich sehe mich mal um. Eldan und Cimoril. Cedric sagt, Cimorils Schönheit habe sogar Francesca Finderbeers übertroffen. Und die soll ja die schönste Frau der Welt sein. Cedric trinkt zu viel. Er hat die Sehergabe. Wenn er nicht ständig saufen würde, könnte er lernen, sie zu beherrschen. Aber er säuft ja gerade, weil er keine Visionen will. Kann ich sogar verstehen. Ach ja, und irgendjemand meinte, die Trophäen geben, Buffs. Ah ja, Tatsache.
Rüstung plus 3, Schaden plus 1, Rüstung plus 3. Ich glaube Schaden plus 1. Wie viel Rüstung habe ich denn aktuell? So prozentual gesehen, 11. Von 11 auf 14 macht mehr als von 21 auf 22. Okay, das heißt, wir bleiben bei der Kairan-Trophäe. Achso, und Vita gibt die auch noch. Nevermind. Hab nichts gesagt. Ja, auch komisch, eine Kairan-Trophäe. Oh, schau, dieses Paar. Wunderschön. Mhm. Die Kairan- ich verstehe nicht, wie die Elfen so grausam werden konnten. Der mit der Narbe war randvoll mit Hass. Du siehst doch hier, wie viel sie verloren haben. Die Menschen haben ihre Städte verbrannt, ihre Wälder abgeholzt und sie in Reservate gepfercht. Jorvet und seine Leute rächen sich. Nicht alle Elfen sind so. Kiaran sagte, es ginge um mehr. Meinst du, in seiner Utopie wären Menschen vorgesehen? Aber wir sind uns doch so ähnlich. Nein, Triss, das sind wir nicht. Seit Generationen lernen wir voneinander, aber wir sind trotzdem verschieden. Das ist einfach traurig. Wie dieser Garten. Schön und traurig. Na dann, pflücken wir mal Blumen. Triss. Cimorils Rose der Erinnerung. Nach der Legende braucht sie einen Tropfen Blut, sonst stirbt sie. Verkaufen darf man sie auch nicht. Aber wenn du sie jemandem schenkst, den du liebst, lebt sie ewig. Also, wir haben den Spielstand importiert. Das heißt, eigentlich hatten wir da im ersten Teil das mit Shani, aber... Und Yennefer gibt's ja auch noch. Also ich weiß nicht, wo die hier in dem Game ist, aber theoretisch müsste die irgendwo sein. Aber gerade aktuell eigentlich? Ich hätte speichern sollen. Ach komm, sind wir mal ein bisschen schmalzig. Sie soll dein sein. Oh, Geralt. Du sollst sie haben. Ist an der Legende etwas dran, überlebt sie auch mit weniger Blütenblättern. Danke. Diese Statue meine ich, Glatzkopf. Lasst euch nicht stören. Die Orens werden für einen ganzen Monat im Puff reichen. Oder anderthalb. Woher hat die alte Vettel bloß so viel Geld? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Erst diese Riesenhütte, dann noch Statuen im Garten. Was macht so ein Burgvogt eigentlich genau? Hey, Scheiße. Das kriegen wir ja gar nicht weg. Am Stück wohl nicht. Hauen wir die Beine und die Köpfe ab und schmeißen alles nacheinander auf die Karre. Schlag deinen eigenen Kopf ab, Trottelgesicht. Maul halten, Tussi. Ach so, okay, wir fragen eigentlich erst, was los ist. Okay. Ich hab's richtig Schwert gezogen, glaube ich. Oh, eine Schaufel. So. Folgender Vorschlag, weg von Triss, wie wär's damit? Oh ja, Doppelfeuer. Gute Idee. Ups, ich hab ein Zeichen. Teufelskerl. So. Komm her. So, schlag zu. Gar nicht schlecht für eine Missgeburt. So. Pass auf. Und schon sind wir drin. Die Enseider haben solche Komplexe gebaut, bevor noch die ersten Schiffe der Menschen das Ponta-Delta befuhren. Die Elfen besitzen eine Empfindsamkeit, die den Menschen fehlt. Offenbar sitzen wir fest. Irgendwo muss ein Ausgang sein. Du starrst so, habe ich was im Gesicht? Was tut sich in deinem Schädel, Hexer? Na komm, nach der Rose müssen wir es durchziehen.
Ich glaube, ein Bad könnte dir nicht schaden. Dir auch nicht. Netter Zauber. Eine Hexerklinge. Leto kommt gerne hierher. Aber im Moment ist er nicht da, also können wir wieder gehen. Sie haben uns die Geschichte von Eldan und Zymoril gestohlen. Wie sie jetzt die Rosen der Erinnerung stehlen. Sie haben daraus ein schwachsinniges Märchen gemacht. Ein verwunschener Wald und ein entzückendes Elfenpärchen, das darin lebte. Bis dann ein Menschenprinz erschien auf einem milchweißen Ross. Bloide Däune. Wir Einzelne wissen, wie es war. Grenzenlose Hingabe, Aufopferung und Leidenschaft. Die Legende sagt, dass die Seufzer jener Liebenden in diesen Stein gebannt sind. Und nur Verliebte können sie hören. Singende Büsche, seufzende Steine, typischer Elfenquatsch. Ach du Scheiße. Wir sollten öfter spazieren gehen. Für ein Weilchen habe ich Flotsam, die Eichhörnchen, den Königsmörder und die ganze Welt vergessen. Was nicht gerade für die Welt spricht. Ich brauche Zeit, um den Zauber vorzubereiten. Vielleicht sogar ein paar Tage. Mhm. Was machst du inzwischen? Mich mit Jorvet treffen. Wäre schön blöd, wenn du dich jetzt kalt machen ließest. Was meinst du damit? Du hast dein Gedächtnis bald wieder. Das wird dir die Perspektive zurechtrücken. Wir werden erfahren, was mit Yennefer geschehen ist. Ich soll einfach hinschmeißen? Zu Roche sagen, war nett mit dir, mein Bester, aber ich geh dann jetzt mal? Das könntest du. Du schuldest ihm nichts. Ich mache mir Sorgen, dass du da unwiderruflich in etwas hineingerätst. Jorvet ist ein ausgekochter Fuchs. Der kämpft schon ewig gegen die Menschen. Und Leto ist auch nicht irgendein Schlagetod. Ich will gar nicht wissen, wer hinter ihm steht. Das ist Treibsand, Geralt. Du wirst feststecken, ehe du merkst, dass du drin bist. Ich bin schon drin. Du musst wissen, dass ich zu allem entschlossen bin, um Yennefer zu retten. Das schulde ich dir und ihr. Höfisches Leben, Politik, Königsmörder, ich bin bereit, alles hinzuwerfen. Ich würde sogar in Kaer Morhen leben. Es hängt von dir ab. Triss. Lass mich ausreden, ein zweites Mal schaffe ich das nicht. Wenn du allein gehen willst, verstehe ich das und stell dich nicht zur Rede. Also... Wir stellen den Typen nicht über sie.
Falls die Folge, ich weiß nicht, ob, aber falls diese Folge später kommen sollte, wird es daran liegen, dass das Zensieren länger gedauert hat. Naja, bin selber schuld. Wie heißt er? Nicht Jorvet. Der aus Glotzam. Der jedenfalls. Dem Helfer, weil es uns in den Kram gepasst hat, um Leto zu finden. Das heißt nicht, dass wir den Übertriss stellen, ne? Schon klar, ne? Was die Zukunft auch bringt und was auch immer in meinem Kopf schlummert, ich will dich nicht verlieren. Sonst wäre ich ein undankbarer und sträflich blöder Volltrottel. Das ist lieb, ich danke dir. Kehren wir also dem Königsmörder und Roche den Rücken und kümmern uns um unsere eigenen Angelegenheiten? Das wird 100 pro jetzt was Wichtiges. Na komm, wir haben dich einmal in Visima hängen lassen, wir machen es nicht nochmal. Das stimmt wohl. Du hast recht, ich bin niemandem etwas schuldig. Ich freue mich, dass du es bemerkt hast. Das heißt aber nicht, dass ich rumsitze und in der Nase bohre. Du brauchst ohnehin etwas Zeit. Da kann ich auch den Königsmörder fangen. Geralt, bitte pass auf. Ich gehe zu Soltan, der bringt mich zu Jorvet und mit ein bisschen Glück schnappe ich den Königsmörder. Dann können wir uns um unser eigenes Leben kümmern. Gut. Sprichst du mit Roche? Ich überlege noch. Stichwort Roche, wo kommt der denn jetzt her? Geralt! Ja, Sekunde. Ich muss Zeug looten. Geralt! Ja! Ach, da bist du. Alles in Ordnung? Hübsch hier. Hübscher Keller. Kann man nichts dagegen sagen. Sehr angenehm. Wie hast du uns gefunden? Leute zu finden ist mein Spezialgebiet. Aber lasst uns jetzt verschwinden. Im Wald wimmelt es von Skoyatel. Moment, Vernon. Wir müssen reden. Worüber? In ein paar Tagen ziehe ich meine Wege und Hexerpfade. Wie unsere Mission auch immer ausgeht. Darf ich fragen, was dich dazu bewogen hat? Triss. Sie weiß, wie ich mein Gedächtnis wiederfinden kann. Warum schmeißt du dann nicht gleich alles hin? Sie braucht noch Zeit, um den Zauber vorzubereiten. Du gibst auf. Gibst einfach auf. Und der Königsmörder? Viele denken immer noch, du wärst es. Die Leute, an denen mir liegt, kennen die Wahrheit. Ausgerechnet du, der du an keinem geprügelten Hund vorbeikommst, willst jetzt diesen Erzschurken laufen lassen, wo wir ihn gerade im Sack haben? Nein, ich sage doch, ich gehe nicht gleich. Leto schnapp ich dir noch. So heißt er nämlich. Und ich weiß auch schon wie. Und zwar? Wird dir nicht gefallen. Verlangt Zusammenarbeit mit den Skoyatel. Ihr hat's wohl das Hirn verschattet. Hat Triss dir diesen Schwachsinn eingetrichtert? Hör zu jetzt. Ich bring dir bald den Königsmörder, oder wenigstens seinen Kopf. Dann lässt du alle Vorwürfe gegen mich fallen und ich ziehe weiter. Sonst noch was? Soll ich Jorvet vielleicht noch aus Dankbarkeit umarmen? Jorvet ist nicht mein Problem. Ich war nie ein Elfenjäger. Und es wird auch keiner aus mir. Ja, ist ja gut. Meinetwegen. Ich sehe, dass du entschlossen bist. Obwohl wir beide wissen, wie er sich hier aufführt. Mit er ist wohl Jorvet gemeint, schätze ich. YouTube hat auch so eine Autopixeling-Funktion mit Tracker. Vielleicht geht die schneller. Könnte ich mal testen. Anstatt mal das Kanallogo zu nehmen. Weil in der Szene war ziemlich viel Bewegung drin. Ich das Frame für, wenn ich das, und ich habe keinen eigenen Tracker. Das heißt, wenn ich das Frame per Frame machen will, das dauert. Na, jetzt muss man wieder alles zurücklaufen, ne? Ich habe keinen Quick Travel darüber, oder? Nee. Der kommt auch nicht mit. Ja gut, dann laufen wir zurück. Und mal gucken, ob die Info von Namen schon wieder vergessen irgendwas wert ist. Ich hab's echt nicht mit Namen. Nein, ist nicht richtig. Ich hab's nicht mit Namen, die mich nicht interessieren. Und der Typ ist halt so lala. Was Wichtigkeit angeht. Hängt auch immer davon ab, wie man sich den Namen merken kann.
Ich meine, zum Beispiel mit Jorbit habe ich ja auch ein bisschen gebraucht, bis ich mir den merken konnte. Bist du aber hässlich. Jetzt Liso, der Name passt. Der wurde jetzt auch. Okay, der wurde auch sehr oft gesagt. So, kurz so. Auch wenn das falsche Schwert ist. Klinge ist Klinge. Ja, wie gesagt, bei Jord habe ich auch einen Haufen Anläufe gebraucht und der Name wurde deutlich häufiger gesagt. Lito wurde jetzt in den letzten paar Dialogen halt sehr häufig erwähnt, deswegen habe ich mir den jetzt wahrscheinlich merken können. Aber der Name, der wurde eine Handvoll Male erwähnt. Und das ist ein Charakter, für den mich halt null interessiert. Es ist halt der Semi-Obermufti hier, der so ein bisschen Relevanz hat für ein, zwei Quests, das war's halt aber auch. Ich meine, im ersten Teil, die Namen hat man sich merken können, weil das so richtig dumme Namen wie Kalkstein und Boxfleisch gewesen sind. Die merkt man sich. Jetzt hier, die Namen sind ein bisschen normaler. Sheila habe ich ja auch mehrere Anläufe gebraucht, bis ich die konnte. Und das ist ein Charakter, der definitiv noch, obwohl ich mir relativ sicher bin, dass der noch wichtiger wird als, wie auch immer er jetzt heißt. Ich glaube, irgendwas mit L. Loredo, genau so heißt er. Okay, dann check mal das scheiß Schwert weg, Geralt, bitte. Nicht in der Stadt mit dem Schwert rumlaufen, das ist keine gute Idee. So, es ist noch Nacht, das heißt, jo, die können noch schön im Regen rumfaulen. Das heißt, der müsste in der Schenke sein. Jo. Sultan, ich habe eine Bitte an dich. Raus damit! Ich habe gehört, dass du die hiesigen Skoyatel kennst. Hat das ein Hohlkopf mit Helm etwa so behauptet? Ich muss Jorvid sprechen. Meine Beziehung zu den Skoyatel ist etwas komplizierter, als du denkst. Jorvid kann mich nicht leiden. Wieso willst du ihn sprechen? Er weiß, wo der Königsmörder ist. Jorvid? Ich habe ihn immer für einen gewöhnlichen Schurken gehalten. Sitzen wir uns hier nicht den Arsch platt. Den Rest erzählst du mir unterwegs. Dann geht's ja direkt los. Für uns, Sultan. Wer hat eigentlich behauptet, dass ich Kontakte zu den Skoyatel habe? Loredo. Scheiße. Deshalb wollte er dich aufhängen? Wegen Ränke mit den Eichhörnchen? Alle Teufel, das welche Wetter Ränke? Schafft nicht. Ich habe mich mit einigen getroffen. Das sind doch keine Ränke. Was weißt du über den Anführer? Es heißt, Jorvet sei verrückt, aber die Skoyatel gehorchen ihm wie der eigenen Mutter. Der Hurensohn weiß, was er will. Hoffentlich sagt er es mir auch. Ich sage dir, Loredo ist der üblere Drecksack von beiden. Weil er dich aufknüpfen wollte? Er wiegelt die Einwohner gegen die Anderlinge auf. Es geht das Gerücht, dass er etwas mit dem Königreich von Kaedwen ausheckt. Worauf spekuliert er? Mammon. Kaedwen verleibt sich gerne die nächsten Ländereien ein und gibt Loredo Privilegien. Komm, wir haben noch ein ordentliches Stück Weg. Okay, wenn ich direkt reinspringe, geht's. Dann komme ich die Tür noch mit, ohne sie neu aufmachen zu müssen. Manchmal. Andernfalls knallen sie mir die Vordernase zu. Und ich wechsle mal gerade schon mal auf das Stahlschwert. Hab so das Gefühl, das brauche ich gleich. Frag lieber nicht. Das Leben ist bestimmt. Wir müssen tief hinein in den Wald. Hoffentlich haben sie die Losung nicht geändert. Du kennst das Losungswort? Was spielst du da, Sultan? Du weißt doch, dass du mir vertrauen kannst. Ja, aber die Skoyatel haben mir die Führung eines Kommandos angetragen. Kein Wunder, dass Loredo dich aufhängen wollte. Vergessen, wir sind noch im Wald. Jetzt hätte sie vielleicht einmal erwähnen können, Sultan, meinst du nicht? Oder? Ich habe abgelehnt zum Teufel. Ah. Also wir angeboten, sind da. Nicht übertragen. Hier habe ich mich mit ihnen getroffen. Ich weiß. Sie zielen auf uns.
Wie? Also Geralt, du bist ja wachsam wie ein Kranich, aber jetzt übertreibst du. Sag die Losung. Wem? Beeil dich, sie sind ungeduldig. Kierkegaard! Brüll nicht so. Was sucht ihr hier? Gegenlosung. Heidegger, ich hab dich was gefragt. Bring uns zu Jorvet. Wozu? Wollten wir mit dir sprechen, würden wir nicht nach deinem Anführer fragen. Der will aber nicht mit euch sprechen. Das kannst du gar nicht wissen. Verschwindet, solange ihr könnt. Ihr zwei wollt uns erschrecken? Da sitzen noch vier auf dem Baum. Wie kannst du das wissen? Ich höre sie atmen. Einer von ihnen ist krank oder hat Fistech genommen. Woher weißt du das? Er pfeift beim Luftholen. Na, da sinken euch wohl die Elfenpinsel um. Wir wollen nur mit Jorvet reden. Wartet auf der Lichtung. Du weißt schon wo, Zwerg. Ich leite die Nachricht an Jorvet weiter. Ach, mach doch, was du willst. Komm, Geralt. Ich weiß, was die Pinsel da im Schilde führen. Ich war schon mal hier. Wovon sprichst du? Was ist denn mit Pinseln? Das ist das Gelege eines Ungeheuers. Ein Mordsding mit einer Muschel auf dem Rücken. Eine Krabbspinne? In dieser Gegend? Nicht zu glauben. Wie auch immer das Scheißvieh heißt, es ist grässlich. Sie haben uns in eine Falle geschickt. Ich hab Kampfmucke. Ich sehe nichts. Ich kann nicht hoch, weil ich im Kampf bin. Das ist albern. Wegen dem einen scheiß Endriaga. Wow. Wenn sich das nicht mal gelohnt hat. Tja, nichts zu machen. Gehen wir. So, weg. Part ist auch gleich vorbei. Wir sind da. Dort unten wütet dieses Ekelzeug. Genau da, wo wir auf Jorvet warten sollen. Eben. Was machen wir? Ich habe lange mit keiner Krabbspinne gekämpft. Ich noch nie, verdammt nochmal. Und das bereue ich gar nicht. Dann warte auf mich. Hältst du mich für einen Schlappschwanz? Also, ich habe dich noch nicht kämpfen sehen. Aber das machen wir im nächsten Part. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Let's go.